Führung gegen Yayuk Basuki und Aufschlag. Sie hat die Umstellung vom Sand in Roland Garros bei den French Open hier nach Wimbledon auf Rasen problemlos geschafft. So hat es zumindest den Anschein. Dazwischen ja kein Turnier, nur viel Training. Aber auch das Training nicht unbedingt auf dem Platz, in erster Linie im Fitnessraum. Das hat sich anscheinend bezahlt gemacht. Der war zwar relativ früh zu erkennen, dieser Stopp von Monica Seles, dennoch sehr gut gespielt. Und Yayuk Basuki letztendlich doch nicht zu erlaufen. Hier eigentlich hätte sie schon nach vorne gehen müssen. Wie druckvoll das Spiel von Monica Seles, 3:1. Das dritte Aufeinandertreffen der beiden. In den zwei Spielen zuvor hieß die Siegerin jeweils Monica Seles. Zuletzt stand man sich im Jahr 1996 bei den Canadian Open auf Hartplatz gegenüber. 6-0, 6-3 damals das glatte Ergebnis für die Amerikanerin. Wieder ein riesen Return von Monica Seles. Scheint ihr im Moment so richtig Spaß zu machen. Destino. Der Passierball war auch nicht gerade von schlechten Eltern. 15 beide. Monica Seles gönnt sich und ihrer Gegnerin keine Verschnaufpause und die kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Yayuk Basuki kann da im Moment überhaupt nicht mithalten mit dem druckvollen Spiel der Amerikanerin. Thank you.